Jakob Fugger von der Linie, auch genannt der Reiche, geboren am 6. März 1459 in Augsburg, war zwischen 1495 und 1525 der bedeutendste Kaufherr und Bankier Europas. Die Familienfirma baute er innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem europaweit tätigen Unternehmen aus. 1507 begann der Aufstieg der Fugger von der Linie in den Adel. Durch verschiedene Käufe, zum Beispiel Grafschaft Kirchenberg, gelang 1511 der endgültige Aufstieg in den Adel. Bleibende Berühmtheit sicherte sich Jakob Fugger durch seine Augsburger Stiftungen. Seine wohl bekannteste Stiftung gründete er 1521. Die Fuggerei dient seit jeher als Siedlung für arbeitswillige, unverschuldet in Armut geratene, gebürtige Augsburger. Die ersten Gebäude der Fuggerei standen ab 1516 zum Einzug bereit. Offiziell gestiftet wurde die Einrichtung allerdings erst 1521. Sinn und Zweck der Fuggerei war es, bedürftigen Augsburgern, die unverschuldet in Armut geraten waren, ein Heim zu bieten. In der Augsburger Fuggerei konnten gebürtige Augsburger für eine Kaltmiete von einem Gulden im Jahr leben. Aufnahmebedingungen waren damals wie heute die Tatsache, dass man unverschuldet in Armut geraten ist, gebürtiger Augsburger ist, katholisch gläubig ist und den Willen hat, außerhalb der Sozialsiedlung wieder einen vernünftigen Hausstand aufzubauen. Aufgrund der religiösen Orientierung der Familie Fugger gehörten zu den Aufnahmebedingungen ebenfalls das dreimalige tägliche Beten. Die Fuggerei ist die älteste heute noch bestehende Sozialsiedlung der Welt, mit damals 104 Wohnungen, die jeweils 60 Quadratmeter umfassten. Jede Wohnung bestand aus einer Küche, einem Badezimmer sowie einem Schlafzimmer und einem Wohnzimmer. Die 104 Wohnungen waren auf insgesamt 6 Gassen verteilt. Insgesamt gab es 52 Häuser, von denen jedes 2 Wohnungen umfasste. Eine Wohnung im Erdgeschoss, welche einen Garten besaß, sowie eine Wohnung im ersten Stock, welche einen Speicher im Dachstuhl zur Nutzung besaß. In diesem Zustand überdauerte die Sozialsiedlung fast 400 Jahre. In all diesen Jahren änderte sich in der Sozialsiedlung nicht viel. Die einzige Veränderung in jenen Jahren war die Tatsache, dass über Aufnahmen in die Sozialsiedlung ab sofort der Familienseniorat der Familie der Fugger von der Linie entschied. Die Fuggerei blieb vom Krieg, wie auch der Rest Augsburgs, weitestgehend verschont. Bis zur Bombennacht vom 25. auf den 26. Februar 1944. Während dieser Nacht wurde nicht nur die Fuggerei fast vollständig zerstört, sondern auch der Rest Augsburgs lag in Trümmern. Der Wiederaufbau der Stadt begann schon kurz nach dem Angriff. Dank des Bunkers, der auf dem Fuggereigelände errichtet wurde, und der vorangegangenen Evakuierung der Frauen und Kinder gab es kaum Tote und die meisten noch verbliebenen Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Jener Bunker dient heute als Museum, in dem der Verlauf dieser schrecklichen Zeit geschildert wird. Schon am 1. März 1944 beschloss das fürstlich und gräflich Fuggersche Familienseniorat schriftlich den Wiederaufbau der Fuggerei. Das Dokument trägt die Unterschriften von Josef Ernst Fürst Fugger von Glött, Clemens Graf Fugger von Kirchberg und zu Weißenhorn und von Friedrich Karl Fürst Fugger Babenhausen. Der darauffolgende Wiederaufbau, der von 1944 bis 1956 andauerte, sorgte für eine moderne Ausstattung. Trotzdem wurde das ursprüngliche äußere Design beibehalten. Nach Fertigstellung wurden alle Wohnungen vom örtlichen Geistlichen feierlich gesegnet.
1975 wurde die Siedlung um 15 Häuser von 52 auf 67 ausgebaut. Die Fuggerei umfasst heutzutage 184 Wohnungen und liegt mitten im Herzen Augsburgs. Neben den 67 Häusern gibt es zwei Museen, eine Schauwohnung, eine Kapelle und Haus Nummer 13. Haus Nummer 13 ist die letzte im Stil des 15. Jahrhunderts erhaltene Wohnung, ist sozusagen die zweite Schauwohnung. Heutzutage beträgt die Kaltmiete 88 Cent jährlich, was der nominale Gegenwert eines Gulden ist. Die Warmmiete variiert je nach Nutzung der Annehmlichkeiten zwischen 70 und 100 Euro jährlich. Die Häuser werden laufend modernisiert, damals wie heute, und auf die neuesten Wohnstandards gebracht. Eine solche Aufrüstung kostet pro Haus, ein Haus umfasst heutzutage auch noch zwei Wohnungen, ca. 80.000 bis 100.000 Euro. Jene Modernisierung wird durch Eintrittsgelder der Besucher und durch die fuggerische Forstwirtschaft finanziert. Auch heutzutage bestehen noch alle Wohnungen aus Küche, Bad, Wohnzimmer und Schlafzimmer. Der Anteil der Bewohner, der aus Rentnern besteht, stellt den größten Teil der Bewohner. Ganz im Gegensatz zur Zeit vor dem Weltkrieg. Damals bestand der größte Teil aus Familien mit Kindern und jungen Erwachsenen. Die Fuggerei ist heute die bekannteste Sozialsiedlung der Welt und empfängt im Jahr ca. 1 Million Besucher. Die Besucher reisen aus aller Welt an, wie die sprachlichen Ausführungen der Informationstafeln beweisen. Ebenfalls besonderes Aufsehen erregt die Kapelle St. Maximilian, die sich direkt an das Eingangstor anschließt. Die Kapelle wurde im Zuge des Wiederaufbaus St. Maximilian geweiht. Bewohner der Fuggerei haben im Interview angegeben, sich über die Lebensbedingungen nicht beschweren zu können. Und dass sie froh sind, dass es solche Einrichtungen gibt. Eine Mitarbeiterin hat in der Befragung kundgetan, selbst in der Fuggerei zu wohnen und dass ihre Mitarbeit auf freiwilliger Basis erfolgt.